Der 9. Spieltag in der Oberliga Baden-Württemberg. Der TSV Amicitia Viernheim ist zu Gast an der Hafenbahnstraße in Obertürkheim. Der VfB Stuttgart zuletzt mit 3 Siegen, Viernheim mit 4 Niederlagen in Serie. Und es dauert etwas, bis dieses Duell an Fahrt aufnimmt. Beide Teams zunächst ohne die großen Chancen. Auch der erste Vorstoß der VfB-Frauen findet nicht sein Ziel. Aber nach einer guten halben Stunde sollte das Spiel plötzlich den Turbo einschalten. Der Freistoß von Marciniak schlägt ein. Das dritte Saisontor für Chiara Michelle Marciniak bringt den VfB in Führung. Und wir starten direkt mit dem darauf folgenden Anstoß. Die Gäste, die die letzten 4 Spiele alle verloren haben und in jedem der Spiele 4 Gegentore bekommen haben, wollen direkt anfordern. Pass in den Lauf von Antonia von Achten. Die legt in die Mitte und Anna Becker macht keine Minute später den Ausgleich. Wieder nur 8 Minuten später. Balleroberung der VfB-Frauen. Sophie Geiring bekommt die Kugel und zieht einfach mal ab. Wieder die Führung und ein klasse Tor. Da schauen wir gern nochmal rein und lassen die Torschützin am besten selbst sprechen. Ja klar, ich habe den Ball angenommen, habe meine Option angeschaut und dachte, ich probiere es jetzt mal aus ein paar Metern weiter zu schießen, weil das auch unsere Aufgabe war von unserem Trainer, vom Heiko. Und ja, habe ich es mal probiert und glücklicherweise ging der dann auch rein. Und dann das 2-1, das hat natürlich nochmal gepusht. Aber nach dem Push galt es erstmal, die Führung mit in die Pause zu nehmen. Die Ecke segelt an Freund und Feind vorbei. Nochmal die Flanke und wieder die schnelle Antwort. Laura Schell gleicht aus. Wir gehen in den zweiten Durchgang. Das Flutlicht ist an der Hafenbahnstraße. Anna Becker kontert und vollendet zur ersten Führung für die Gäste. 5 Tore schon und jetzt natürlich wieder die VfB-Frauen gefordert. Tomke C. hat den Ball nach der Ecke im Nachfassen und dann große Aufregung. Viernheims Kapitänin Schell stößt Geiring um. Schiedsrichterin Christiane Hug zögert keine Sekunde, gibt den Platzverweis. Und da das Ganze im Strafraum war, 11 Meter für den VfB. Anja Selensky tritt an und verwandelt zum Ausgleich. Ihr 7. Saisontor. Und klar, jetzt sollte in Überzahl auch noch das Siegtor her. Aber Viernheim verteidigte gut. Es läuft schon die Nachspielzeit. Auch die Ecke bringt nichts mehr ein. Der VfB Stuttgart und Viernheim trennen sich in einer packenden Begegnung unter Flutlicht mit 3:3. Ja, war sehr interessant, hat viel zu bieten gehabt. Wir hatten natürlich, wir sind anders ins Spiel reingegangen. Wir wollten natürlich das Spiel zu Hause gewinnen, um unsere Serie da auch fortzusetzen. Sind zweimal in Führung gegangen, haben dann aber auch zweimal postwendend den Ausgleich bekommen, wo wir uns auch dumm angestellt haben zweimal. Und am Ende muss man dann sagen, nach dem Rückstand müssen wir mit dem Punkt leben. War ja auch verdient für Viernheim. Die haben alles reingehauen, haben alles getan, haben auch gut verteidigt. Wir haben viel, viel mehr vom Spiel gehabt, konnten aber gegen eine enge Mannschaft oder enge gestaffelte Mannschaft wenig Durchsetzungsvermögen hatten wir und wenig Torchancen. Von daher muss man einfach mit dem Punkt leben und geht so in Ordnung, meiner Meinung nach. Und die nächste Chance auf 3 Punkte gibt es dann am kommenden Samstag. Dann sind die VfB-Frauen zu Gast beim SV Deggenhausertal.